Ja, und somit herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Ich habe mal kurz das Spiel neu geladen, das war auch das Problem. Jetzt wird mir hier wieder angezeigt. Okay, der hat einen Split dabei, lese ich gleich. Sieht mir irgendwie nach einer Autowerbung aus, wenn ich das so sehe. Könnte sein und irgendwie ein bisschen nach einem kaltblütigen Ermordung. Es scheint wohl der Star hier gewesen zu sein. Und das vielleicht der Regisseur. So. Neues Werbeshooting, ländlicher Charme, inspiriere die Stadt, genießt das Land. Wir haben viel Feedback für die neue Sudo-Werbekampagne bekommen. Darum möchte ich alle nochmal daran erinnern, dass das die Entscheidung des Klienten war und dass wir sie zu respektieren haben, auch wenn sie uns nicht gefällt. Getroffen wurde sie von Michael Koch, Sudos neuem Creative Director und Sohn des Firmendirektors. Hier ist eine Stellungnahme von Mr. Koch, die ihr diesmal bitte nicht alle ungebeten kommentiert. Mit der Kampagne Ländlicher Charme wollen wir bei Sudo zeigen, dass exklusive Konzernmodell nicht nur elegant, sondern auch bequem sein kann und muss. Unsere Marktforschungen haben ergeben, dass viele treue und potenzielle Kunden gerne aus ihren Büros und Penthäusern der Stadt direkt zu ihren Häusern am Stadtrand fahren würden, und zwar ohne sich umzuziehen oder die Garderobe wechseln zu müssen. So. Damit sollten alle eure Fragen geklärt sein. Wir müssen nun mal mit dem arbeiten, was man uns vorgibt. Was die neue Werbung angeht, lasst uns das Format mit dem Model und dem Auto so beibehalten, aber anstelle einer Luxuskarosse einen Thornton Colby Butte nehmen. Pickups haben sich als Symbol fürs Landleben bewährt. Unser Ziel ist es, ist ein geniales Meisterwerk, das die schlichte Schönheit des ruhigen Lebens auf dem Land einfängt. Da das Set in einer eher gefährlichen Umgebung nahe der alten Rennstrecke ist, habe ich für alle eine Tagespolice bei Traumateam ausgehandelt. Falls was passiert, solltet ihr also versichert sein. Bringt trotzdem eure Waffen mit, falls ihr welche besitzt. Viel Glück da draußen und viel Spaß beim Dreh. Ich verlasse mich darauf, dass eure brillanten Köpfe diesen ländlichen Charme, der Mr. Koch vorschwebt, finden und einfangen. Clint Walter, Your Choice Marketing. Okay. Aber wenn Traumateam ja gerade hier war, wen haben sie abgeholt? Irgendjemand müssen sie doch gerade abgeholt haben, oder? Schick. Heißt das jetzt, haben wir dieses Auto bekommen? Shit, sorry. Okay, das war das. Dann fahre ich kurz mal noch hier zurück nach Rocky Ridge. Einmal hier neben der Hauptstraße haben wir was. Und dann nochmal was anderes. Also ja, sieht schon aus, das Auto hier. Bisschen anderes Design. Rocky Ridge. Hier soll was sein bei diesem Auto. Okay, hier liegt er.
Dale Robinson und Carol Robinson. Wir sind da, Schatz. In unserem Zuhause. Das Leben in der Großstadt mag ja aufregend sein, aber es geht nichts über die eigenen vier Wände, oder? Warum sind wir überhaupt hier weggegangen? Ich weiß es selbst nicht mehr. Wahrscheinlich war es die Lust auf Abenteuer. Wir wollten die Kinder Chancen ermöglichen, die wir nie hatten. Mann, diese verdammte Stadt. Ich habe es versucht. Ich habe alles getan, was ich tun konnte. Du fährst mir, Carol, aber irgendwie hilft es mir, dir zu schreiben. Es tut mir alles so leid und ich danke dir für alles. Schatz, wir sind zu Hause. Wir haben es tatsächlich zurückgeschafft. Also, Ruhe in Frieden, hier neben dem Haus, so wie du es wolltest. Dein letzter Wille, lass uns hier zusammen etwas ausruhen, ja? Nur einen Augenblick. Ach nee. Ich sehe es. Das ist ein Grab. Hier ist das Kreuz. Hier liegt Carol begraben. Und Dale hat sich offensichtlich zugedröhnt. Schade, schade. Aber ich glaube, in Night City enden viele Sachen so. Dann fahren wir jetzt noch zwei Straßen weiter, zwei Blocks. Dann haben wir hier auf der rechten Seite irgendwo... hinter einem Haus im Keller. Hier drüben. Solche Sachen würde ich niemals finden. Niemals. Und die Leute, die das Spiel einfach so gespielt haben, wahrscheinlich auch nie. Technische Fähigkeit. Aber die können ja leveln. Tada. Cannabis, seine Schlagwaffe. Bounceback MK3. Das ist ein kleiner Bunker oder sowas. Tagebuch. 2069. Die NUSA haben angegriffen. In Colorado, New Mexico, Wyoming, Montana und Arizona ist es zu offenen Gefechten gekommen. Ihre Truppen haben Unterstützung von den dreckigen Verrätern in den Free States, Südkalifornien und Utah. Night City versucht neutral zu bleiben, aber bestimmt nicht mehr lange. Ist nur eine Frage der Zeit, bis sie Stahl und Blut geleckt haben. Und die Republik Texas hat alle gefickt, sowohl die NUSA als auch die Free States. Überraschung. So sieht also der Weltuntergang aus. Bin nur froh, dass ich meine Eddies nicht umsonst in diesen Bunker gesteckt habe. Immer positiv bleiben. Ein weisen Rat für zukünftige Generationen, wenn es überhaupt welche geben wird. Habe ich aber noch. Esst mehr Süßigkeiten. Ihr wisst nämlich erst, wie geil dieser Zuckerkram ist, wenn euch die Vorräte ausgehen. Aber wo ist denn der Typ, der das geschrieben hat? Naja, werden wir wahrscheinlich nicht herausfinden. Dann fahre ich leider noch mal kurz durch den Tunnel, den wir das letzte Mal hier angestellt haben. Da gibt es noch einen Container, wo was drin ist. Und dann würde ich sagen, fahren wir hier zurück in die Stadt. Und machen vielleicht ein paar Nebenaufträge noch oder mit der Hauptmission weiter. Mal schauen. Aber ich würde sagen, das reicht dann erstmal hier für die Badlands. Ich hoffe,
hoffe, ich langweile niemanden mit diesen Folgen, aber ich finde, das gehört auch ein bisschen dazu. Nicht immer wirklich bloß straight die Hauptmission zu verfolgen. Und auch Night City und die Umgebung ein bisschen zu erkunden. Weil ich habe jetzt zum Beispiel schon Dinge gesehen, die ich sonst niemals gesehen hätte oder gefunden hätte. Das finde ich eigentlich schon ein bisschen gut. Okay. Red Peaks. Nicht sicher. Nö. Lässt wahrscheinlich noch weiter. You are receiving us at 103.5 Radio Pepcac. Do not change your frequency. Das ist eigentlich ein komischer Radiosender, dieser Pepcac. Hier gibt es ja auch keinen Container, wo man rein kann. Auf dem Bild diesen Container zu sehen. Ich würde sagen, das ist ungefähr genau hier. Ich fahre jetzt noch einmal kurz durch. Vielleicht haben sie das auch rausgenommen, wer weiß. Aber die Karte ist nicht allzu aktuell mehr. Ich werde zum Beispiel auch durchtauen. Dass er völlig neu dazu gekommen ist. Das so sehe, war das glaube ich hier. Und das heißt also, das geht gar nicht mehr. Bisschen doof, dass die Map-Hat nicht mehr allzu aktuell ist. Irgendwie was mit man wird ein Auto bekommen. Aber wenn es das halt nicht mehr gibt, dann gibt es das halt nicht mehr. Weil hier haben wir ja alles eingesammelt, was es gibt. Als wir hier gekämpft haben. Daher lasse ich das jetzt einfach mal.
Wieso schwebt denn das Auto hier? You pissed off the wrong gang! Alles gut, du lebst noch gut. Perfekt. Alles gut? Keine Angst. Komm mal her. Gib dir was. Kannst du mitnehmen? Willst du dich nicht bedanken bei mir? Naja. Dann halt nicht. Hab ich gern gemacht. Tschüss. Alright. Nebenmission. Ja, ich habe jetzt zumindest das hier drüben ein bisschen aufgeräumt. Es gibt trotzdem so viel noch hier zu tun, Alter. Cyberpsycho-Attacke. Ja, wir kommen ein anderes Mal hier wieder her, würde ich sagen. Ich würde lieber wieder ein bisschen nach NC hineingehen. Allerdings ist die Frage, wohin? Vielleicht mal hier zur Nebenmission? Machen wir das nochmal. Eine bessere Musik. Das Ganze ist Dubstep. Dubstep Technik so ist. Dass die hier allein über Rot fahren. Hinten waren wir auch noch nie wirklich so richtig. Wenn ich mich nicht täusche. Alright, dann sind wir. Stadium North. Zieh nach, was los ist. Okay, machen wir. Sieht ein bisschen hier aus wie Favelas. Ihr wisst schon, was ich meine. Favelas. Favelas. Egal, wir schauen uns das in der nächsten Folge an. Vielen Dank fürs Zuschauen hier bei Cyberpunk 2077 und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Buddy, I got you. In 2077, they voted my city the worst place to live in America. Main issues: sky-high rate of violence and more people living below the poverty line than anywhere else.
Welcome to the next generation of open world adventure. Immerse yourself in Cyberpunk 2077. Samurai, we have a city to burn.